Gentlemen, begrüßen Sie gemeinsam mit mir den soeben aus Mailand zurück in Köln gelandeten Modemanager, Fashion-Ikone und allgemein heißester Typ der Welt, Lötzius von und zu Luxemburg! I'm back from Milano Fashion Week. It was amazing time. I'm back with a new shirt, Louis Vuitton. It's very, very limited. It's great, great fashion piece. I have my glasses. These are Gucci glasses. And my Prada cap, it's amazing. I have icon on it because I'm such a big fashion icon. Eigentlich bin ich nur ein Lauch-Icon. Herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, meine lieben Freunde. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Und zwar schauen wir uns heute die GNTM, Kandidatinnen des diesjährigen Jahres 2021. Das hier ist die erste Kandidatin mit dem Namen Victoria. Sie trägt hier einen grünen Müllsack kombiniert mit zwei gelben Karabinerhaken in den Ohren. Die Victoria hat einen extrem langen Text über sich hier stehen. GNTM-Kandidatin Victoria hat Großes vor. Sie möchte nicht nur in die Fußstapfen ihrer Schwester treten, sondern sie bestenfalls auch übertreffen. Denn ihre Schwester Julia kam bei GNTM 2019 unter die Top 10. War dein Vater und deine Mutter auch bei GNTM damals? Meine Schwester ist die Julia vom letzten Jahr. Keine Ahnung, wer das ist. Und sie war in der Top 10, ist als 10. dann ausgestiegen. Jetzt hoffe ich, dass ich das gleiche erleben kann wie meine Schwester auch. Wirst du nicht. GNTM ist ja jedes Jahr unterschiedlich. Allgemein erstmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier weiter auf die Leute reagieren. Ich meine hier überhaupt nichts böse oder keine Ahnung was. Es ist einfach nur mein Humor. Also ich habe hier, ich kenne keine Person von denen persönlich. Ich habe nichts gegen irgendwelche Personen, aber ich finde es halt manchmal lustig, wie die dann in so Interviews so, hey, ja, ich will einfach nur besser werden als meine Schwester. Falls ihr euch übrigens die ganzen Interviews mit denen angucken wollt, also jede Kandidatin hat hier ein 2-Minuten-Interview, irgendwie so ein kurz Laber-Video auf ihrer Seite. Link dazu ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung, da findet ihr die Topmodel-Seite. Hier ist nichts irgendwie verdealt mit der Sendung oder so, aber ich feiere GNTM. Weil ihr wisst, ich bin ja selber durch GNTM bekannt geworden, 1938 in Bulgarien. Halt die Fresse, du Lappen. Das war allerdings auf jeden Fall die erste GNTM-Kandidatin 2020 namens Victoria. Wir machen allerdings direkt weiter mit der Anastasia. Das ist die zweite neue Kandidatin und das sieht so ein bisschen so aus, wie wenn man so Angst vor Strahlen von den Aliens hat. Aber alles klar, okay, Anastasia. Wir klicken auch hier wieder. Sie ist GNTM-Kandidatin Anastasia ist mit ihren 16 Jahren eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei Germany's Next Topmodel 2020. Dennoch ist sie überzeugt, sie steht ihren älteren Mitstreiterinnen in nichts nach. Ja doch, im Alter. Man müsste mich echt irgendwie entsorgen im Müll oder so mal. Bla 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 bla, hier erfährt man noch ein bisschen mehr über sie. Neben dem Titel Germany's Next Topmodel 2020 wünscht sich Anastasia in die Top 10 der Tennis-Weltrangliste. Ach jo, das ist die Anastasia, die will Germany's Next Topmodel werden und danach will sie Top 10 der Weltrangliste. Danach will sie als erste Frau zum Mars und als erste Frau die Welt retten. Danach will sie den Erdkern besteigen und danach... Ganz normale Ziele einer 16-Jährigen. Überall, wo sie irgendwie ankommt, bekommt sie die Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt schon voll Angst, dass jetzt irgendwie 12, 13-jährige Mädchen sich das hier anschauen von mir und sich denken, boah, was ist Luca für ein Arschloch, der disst die alle voll. Das ist natürlich alles nicht böse gemeint. Ich weiß, ich habe das gerade schon bei der ersten Kandidatin gesagt und ich sage das jetzt auch nochmal zur zweiten und jetzt will ich es auch nicht mehr sagen. Aber das ist einfach ironisch gemeint. So nehmt euch das bitte nicht zu Herzen. Letztes Jahr habe ich, das ist auch ganz lustig, letztes Jahr habe ich auch auf die GNTM-Kandidatin in 2019 reagiert, vor dem Beginn der Show. Und es gab eine Person, die ich auf jeden Fall direkt rausgeschmissen hätte, das war nämlich Simone. Und die wird nachher Germany's Next Topmodel. Ne? Also haltet euch nicht fest dabei in dummen Kommentaren, ich habe gar keine Ahnung. Außer wenn es um Louis Vuitton Fashion Pieces geht. Die nächste Kandidatin ist auf jeden Fall die liebe Aline. Wir scrollen hier direkt mal runter. Sie ist 22. Komm, boah, Dicker, was haben die denn da alle für einen Roman stehen? So viel hatte ich ja nicht mal in meine Abi-Prüfung hingeschrieben. Die kommt auf jeden Fall aus München und wir sehen hier auch schon mal allgemein Walks 0 von 10, Shootings 0 von 10. Ah, okay. Ach, okay, wow, auf der Website wird diesmal alles zusammengefasst. Hallo, ich bin die Aline, ich bin 22. Ey, die Aline, die kommt auch aus München, dann lass uns einfach die bayerischste Musik drunter packen, die wir finden können. Wir machen weiter mit der nächsten Kandidatin. Und zwar ist es die Kandidatin mit dem Namen Nina Sue. Nina Sue? Nina Sue? Nina Sue? Nina Sue? Nina Sprachenlernen, Bubble. Es ist auf jeden Fall die hier, das ist die Nina Sui. Ich frag einfach gar nicht mehr, was die anhaben. Ist das ein Müllsack hier? Also ich bin ja Fashion-Ikone.
Ich habe schon in Mailand, in Rom und in Paris gearbeitet. Aber was die da den Kandidatinnen teilweise anziehen, das geht ja wohl gar nicht. Nein, Freunde, alles nur Spaß hier auf jeden Fall. Wir klicken auch hier mal auf mehr. Sie hat ein bisschen einen kürzeren Text. Das ist ziemlich cool, weil dann kann ich den auch lesen. Weil wenn Texte lang sind, dann verlerne ich zwischendrin kurz mal das Lesen. Nina Suezu ist ein kreativer Mensch und arbeitet als Grafikdesignerin. Auch in ihrer Freizeit zeichnet sie gerne und macht Sport und Tanz. Siehst du, das ist so richtig. Das ist so richtig, wie wenn man so ein Freundebuch bekommen hat. Hey, was für meine Hobbys? Ja, ich zeichne gerne, ich lese gerne, ich tanze gerne, ich mag Pferde, ich mag Make-up. Schauen wir uns mal das Video von der Nina an. Mein Name ist Nina Su, ich bin... Keine Aussprache von mir war richtig. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus der Nähe von München. Warum bekommt sie keine bayerische Musik? Das sind halt die wichtigen Fragen hier. Naja gut, das war auf jeden Fall die Nina Su. Heißt sie, glaube ich, Nina Su. Das hört sich irgendwie so ein Einschlaflied für Babys. So Nina Su, nur der Mann im Mond schaut zu. Korrekt, ich halte mein Maul. Das ist auf jeden Fall die nächste Kandidatin mit dem Namen Cassandra. Sie ist 27 Jahre alt und Verwaltungsfachangestellte. Wow. Das ist eine lange Berufsbezeichnung. Meine Berufsbezeichnung ist einfach Lauch. Ja, eigentlich sollte ich meinen Kanal mal löschen. Tamara ist auf jeden Fall die nächste GNTM-Kandidatin. Sie sieht ein wenig so aus, als würden die anderen Mädchen nicht so gern mit ihr Kirschen essen wollen, glaube ich. Scrollen wir mal runter. Sie ist 19 Jahre, kommt aus Wien. Tamaras Wurzeln liegen in Mazedonien. Sie hat einen Handschuhabschluss. Wahrscheinlich hat sie einen Handschuhabschluss, Luca. Ich bin eine kleine Drama-Queen. Ich hab's gesagt. Geil, Luca, kannst du dir ein iPhone kaufen? Sarah S. ist hier die nächste Kandidatin. Sie hat eine Schachmusterjacke hier, whatever, an. Wir scrollen mal runter. Die Sarah kommt aus Kölle! Woo! Sandy! Das erste Mal dieses Jahr, dass auch ein Reifenwechselunternehmen bei GNTM als Kandidat. Ey, bitte versteht wirklich, dass hier von nichts böse gemeint ist. Ich hoffe, ihr könnt einfach mit mir lachen. Ich find's einfach total amüsant, mich über teilweise echt ausgefallene Mode lustig zu machen. Obwohl sich Leute dabei wirklich Gedanken gemacht haben, möchte ich allerdings nicht, dass sich irgendjemand verletzt oder angegriffen fühlt. Ey, wir haben noch 7 Kandidatinnen und ich bin in der Rodatab bei 45 Minuten. Was ist denn los? Es gibt noch mehr Kandidatinnen. Ich würde sagen, wir hasseln jetzt einfach noch ein paar Kandidatinnen hier zum Ende des Videos durch. Wenn ihr allerdings einen zweiten Teil wollt, den ich beispielsweise morgen oder übermorgen dann hochlade mit den restlichen Kandidatinnen, sodass ich dann wirklich auf alle GNTM 2020 Kandidatinnen reagiert habe, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier. Dann bei 40.000 Likes kommt dann morgen oder übermorgen Teil 2. Aber wir schauen uns jetzt Daria hier an. Daria ist pharmazeutisch-technische Assistentin. Ursprünglich kommt ihre Familie aus Kasachstan, daher spricht Daria auch fließend Russisch. Schon als Kind wollte sie Model werden und hat heimlich die Kleidung und hohen Schuhe ihrer Mutter angezogen. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Die nächste Kandidatin, meine lieben Freunde, ist Anastasia. Ich habe ja gesagt, wir hasseln jetzt hier ein bisschen schneller einfach durch zum Ende des Videos. Sie ist 20 Jahre Schülerin und kommt aus Berlin. Anastasia hat russische... Oh, noch eine Russin. Oh, krass. Das ist wieder so komplett Diversity. So, wir haben Leute aus dem Senegal, haben wir schon gehabt. Dann hatten wir eine aus Bulgarien. Da wurde ich ja damals Jeremy Sex Topmodel. Sorry, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Allerdings besucht die Anastasia derzeit die gymnasiale Oberstufe. Und schon als Kind wollte sie Model werden und konnte mit 14 Jahren in Japan bereits erste Modelerfahrungen sammeln. In Japan? Da habe ich mehrere Architekturbüros, Modelagenturen und auch schon mehrere Shows. Halt einfach der Maul. Die fünftletzte Kandidatin, die wir uns heute anschauen, ist die liebe Mareike. Ihr seht schon an der Art, wie sie hier steht, wie sie guckt und anhand ihrer Tattoos kann man das ja auch mal so ein bisschen erkennen, dass sie wahrscheinlich eher so ein Typ ist so von wegen, I don't give a shit about you. Denke ich, wird auch eine Kandidatin sein, die ein bisschen anecken wird. Allerdings hat die Show ja noch nicht angefangen, von daher kann ich jetzt auch noch nicht richtig urteilen. Und wenn es nachher das Gegenteil der Fall sein wird, dann werden hier wieder alle 1000 Kommentare sein. Oh, Luca hat den ganzen Modus nicht raus, jetzt gewinnt die das Ding. Das hier ist die viertletzte Kandidatin namens Lucy. Sie ist 21 Jahre alt, ist Studentin und kommt aus Kassel. Lucy ist Studentin und eine selbstbewusste, lebensfrohe und... Lebensfroh. Oh, ich hab... Ich hab farbenfroh gelesen. Und sie hat einfach nur... braun an. Aber nein, hier steht, sie ist eine lebensfrohe und aufgeschlossene junge Frau. Mit 18 Jahren hat sie sich als transsexuell geoutet und geht seitdem offensiv mit dem Thema um, denn sie fühlt sich jetzt so wohl wie noch nie. Geil! Ich hab wirklich, das finde ich cool. War ja früher so, da haben sie dann teilweise wirklich, das hat man schon gesehen, so eher so Püppchen eingestellt und mittlerweile ist es so komplett Diversity.
Diverse. Also bei der Lucy bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie sie sich schlagen wird. Das ist jetzt auf jeden Fall die drittletzte Kandidatin, die wir uns heute anschauen, nämlich die liebe Marlene. Marlene ist 21 Jahre alt, Auszubildende aus Berlin und Marlene macht derzeit eine Ausbildung zur Erzieherin. Ja, ich glaube, ich müsste auch mal wieder neu erzogen werden. Bei der Marlene, finde ich, kann man überhaupt nicht einschätzen jetzt im Vorhinein. Also ich habe die ja alle noch nie gesehen, getroffen oder die Marlene jetzt auch nicht mal das Interview angeschaut. Aber wenn man sich jetzt einfach mal so das Aussehen, das Äußere anguckt, würde ich denken, die Ketten und die Augenbrauen, das wirkt ein bisschen aggressiv. Aber dann halt wieder so ein Jackett und so ein Rollkragenpulli, der so ein bisschen so, hey, liebes erzogenes Mädchen. Finde ich ganz interessant, so sich vorher mal Gedanken zu machen, hey, wie könnten die Leute vielleicht persönlich sein? Wie wird das in der Show nachher sein? Also könnt ihr mir auch mal unten in die Kommentare schreiben, wem ihr hier gute Chancen zurechnet, wem nicht. Vorletzte Kandidatin, die wir uns heute anschauen, ist die liebe Nadine. Sie hat einen riesigen Schlüssel umhängen. Das ist nämlich der Schlüssel zu meinem Herzen. Halt deine Schnauze. Nadine ist Junior Supply Chain Manager und hat schon für verschiedene Zwecke gemodelt. 2017 war sie Wiesenmadel. In ihrer Freizeit fährt sie am liebsten Motorrad oder Motocross. Diese Leidenschaft teilt sie trotz eines Unfalls vor 2 Jahren auch mit ihrer Familie und ihren Freunden. Die ist 3 Jahre jünger als ich und hat 30.000 Mal so viel erlebt wie ich in meinem Leben. Kommen wir nun allerdings jetzt auch schon zur letzten GNTM-Kandidatin, die wir uns heute anschauen werden. Und zwar ist es die liebe Saskia. Hat einen coolen Style, kombiniert hier weiß mit rot und beige. Schreiben wir mal ein bisschen weiter runter. Saskia ist 22 Jahre alt, Studentin aus Braunschweig und ist ein temperamentvoller Mensch, der immer für spontane Aktionen zu begeistern ist. Sie liebt es, ständig Neues zu erleben und zu entdecken. Die Studentin konnte erst Model-Erfahrung. Die haben ja alle schon Model-Erfahrungen. Würde ich mich da als 16-Jährige ein bisschen verarscht vorkommen. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wie bereits mehrfach erwähnt, möchte ich mit meinen Aussagen niemanden hier beleidigen, weder Kandidatinnen schikanieren, negativ darstellen oder sonst irgendwas tun, sondern es ist alles rein ironisch gemeint, als Scherz zu verstehen. Ich hoffe, dass auch ihr das als Zuschauer und langjährige GNTM-Fans, so wie ich das auch bin, versteht. Wenn ihr einen zweiten Teil von meinen Reaction auf mein, wie ich kann... Ich kann nicht mehr reden. Ich bin in der Rohdatei bei 1 Stunde 17. 1 Stunde 18 jetzt sogar. Ey, verdammte Scheiße. Wenn ihr möchtet, dass ich noch auf die restlichen Kandidatinnen reagiere, dann wie bereits gesagt, lasst einen Daumen hoch. Da bei 40.000 Likes wird morgen oder übermorgen ein zweiter Teil hierzu kommen. Okay, bis dann.